und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Schön, dass ihr mit dabei seid und ich denke, spätestens jetzt verscheuche ich die Jungs von meinem Channel mit diesem Video, denn heute zeige ich euch meine Schminkroutine 2.0 und ja, meine letzte Schminkroutine kam im August 2015 online. Aber ganz, ganz viele von euch haben eben danach gefragt, Sophia, wie schminkst du dich so, was für Produkte verwendest du und ist auch sporttauglich. Und da wollte ich eben das Ganze so euch zeigen, mit euch teilen. Und ich betone, ich bin kein Schminkprofi und das hier ist kein ernst gemeintes Schminkvideo, wo ich jetzt euch einem Summer Glossy Hot Shiny Make-up Herbstlook gebe. Diejenigen unter euch, die sich halt voll gut auskennen, die werden wahrscheinlich sagen, oh mein Gott, was macht die da und wie macht die das? Aber vielleicht gefällt es euch trotzdem, ihr könnt das ein oder andere Tippchen mitnehmen und deswegen wünsche ich jetzt ganz viel Spaß mit dem Video, aber vorher muss ja jetzt erstmal das Make-up weg. Ja, das hier ist die ungeschminkte Wahrheit. Ich bin jetzt keine Person, die mit besonderen Augenbrauen oder Wimpern gesegnet ist, deswegen sehe ich aus wie ein Nacktmull. Mein erster Schritt ist schon mal Haare hinter und so einen schicken Haarreif nehmen. Ich sage, lasst uns doch direkt starten. Und erster Schritt, ich nehme hier meine Tagespflege, das ist diese hier, und mein Make-up. Und da habe ich von Maybelline Fit Me, habe ich in 125 Luminous Smooth, so ein Liquid Make-up. Und mit dem komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Also da nehme ich einfach hier so ein kleines Teil von meiner Tagespflege und mische das mit zwei Teilen von meinem Make-up. Und dann habe ich sozusagen wie eine selbstgemachte BB-Cream. Wenn man das eigentlich nicht tun dürfte, dann... Ich habe es schon immer so gemacht, dann tut es mir leid. Aber mit dem komme ich ganz gut zurecht. Und das verteile ich jetzt hier gleichmäßig mit meinen Händen im Gesicht. Genau. Ich versuche einfach alles zu erwischen. Hier wird nichts ausgelassen. Ab dem Kinn höre ich auf. Und dann als nächstes für Pickel, Unreinheiten oder wenn es irgendwie dunkle Schatten vor den Augen gibt, dann habe ich hier nochmal meinen Concealer. Ist auch von Maybelline Fit Me und zwar in der Farbe 2.0. So, ungefähr. Genau, diese Schwämme finde ich ganz cool. Ansonsten mit den Händen und dann vertupfen. Wenn ich denke, ich habe alles gleichmäßig erwischt, gehe ich normalerweise immer zum Waschbecken und wasche mir hier das braune Zeug hier von den Händen. Ich habe auch generell eben immer Küchenrolle am liebsten, also lieber als Kosmetiktücher, weil die so labbrig und so windig sind. Und hier hat man so eine stabile Unterlage und die lege ich mir jetzt einfach hier so vor mir auf den Tisch, wo ich dann auch meistens dann die Pinsel, die ich benutze, nochmal da so dran abstreiche. Zuerst fixiere ich jetzt das Ganze hier mit meinem Puder und zwar habe ich da von Studio MAC Fix das Kompaktpuder in Farbe NC35 und nehme jetzt hier also einen Kabuki-Pinsel, wie man den nennt, habe ich schon schön dazugelernt. Und dann gebe ich hier das einfach überall drüber und dann auch am Hals. Also am Hals gebe ich jetzt kein Make-up auf und damit es ungefähr einen fließenden Übergang ergibt. Und jetzt, glaube ich, kommen wir zum lustigsten Teil, wo ich meine ganz speziellen Erfahrungen in der Vergangenheit gesammelt habe. Und zwar kommen wir zum Konturieren. Und da benutze ich jetzt von W7 oder W7 Shape Your Face Contour Kit. Habe ich jetzt von TK Maxx. Und ja, ich habe damals, wo ich mit dem Konturieren vor allem angefangen habe, oder ihr werdet es wahrscheinlich sehen hier und da in einem anderen Video oder Foto und so, habe ich nicht so ganz drauf. Ich muss euch sagen, bei dem ganzen Make-up von mir gibt es mal bessere und mal schlechtere Tage. Und wenn ich so einen schlechten Tag erwischt habe, sieht es halt aus, als ob ich, keine Ahnung, fette Koteletten im Gesicht hätte oder, keine Ahnung, irgendwie Dreck an der Nase oder Dreck am Kinn. Aber wisst ihr was, ich versuche es einfach. Und da war auch gleich hier dieser Pinsel mit dabei, den finde ich ganz cool. Und der ist eben so, ja, ideal für mich fürs Konturieren. Und dann mische ich meistens diese beiden Farben, klopfe das ein bisschen ab und dann geht's los. So, ich habe das bei mir so gemacht, dass ich von diesem Haaransatz hin zu meinem Mundwinkel gehe und arbeite mich dann langsam nach unten. Und gebe das hier bis ungefähr zum Ende von meinem Ohr, gehe ich das auf und mache so eine Art Dreieck hier unten.
Für die ganzen Contouring-Profis unter euch, es tut mir leid, heute habt ihr euch zum Lachen. Dann schaue ich mal, ob das ungefähr symmetrisch ist zum anderen. Und das gleiche mache ich dann auch am Kinn, sozusagen hier an der Jawline-Kieferlinie. Ihr wisst, was ich meine. Ungefähr so. Dann auch noch mit dem Pinsel jetzt hier oben an der Stirn, hier an meinen Hörnern. Ich habe hier so komische Riesenbeulen an meiner Stirn. Einfach hier nochmal so eine Art Fake-Schatten hinsetzen. So, dann kann ich den Pinsel hier in meinem Küchenpapier wieder sauber machen, denn ich brauche einen anderen. Und dafür nehme ich jetzt als nächstes den Pinsel von BH Cosmetics Nummer 4. Der sieht so aus. Und das finde ich ganz cool, weil der ist eben hier so ein bisschen härter und da kommt auch sogar ein bisschen Pulver raus. Und ich denke mal, vielleicht nimmt man den gar nicht so her, wie ich den hernehme. Dafür nehme ich jetzt auch wieder die Mischung aus den beiden dunklen Tönen und mache mich an die Nase. Also fange hier an und gehe hier seitlich runter. Wenn es krumm und schief ist, das regelt sich dann später noch. So. So sieht es bei mir aus. Hier ein bisschen verschmiert hin zur Kunst. So, und als nächstes, wenn man konturieren, kommt auch nochmal ein helles Puder mit dazu. Aber das hier taugt mir irgendwie nicht so, keine Ahnung, das wirkt so, das ist so kühl. Deswegen habe ich dazu ein helleres. Und da habe ich einmal von Absolute New York HD Flawless. Also das ist auch nochmal ein bisschen feiner und ich merke, dass es dann auch vor allem bei Videoaufnahmen nicht so schnell glänzt wie andere Puder. Und ja, nehme hier so ein bisschen was und betone die hellen Stellen. Das, glaube ich, das Allerwichtigste beim Konturieren ist ja das Verblenden. Und das fiel mir immer ganz, ganz schwer. Ich hätte es auch mal versucht mit den Händen oder den Fingern. Jetzt habe ich meine persönliche Lösung gefunden. Und zwar sind es diese Teile hier. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie die heißen. Es sind wirklich, ich weiß nicht, ob man damit eigentlich Contouring aufträgt oder sie verblendet oder so. Aber ich finde diese Konsistenz, diese Pinselbeschaffenheit hier vorne, finde ich dazu ideal. Und die sind von Urban Studio, die gab es auch bei TK Maxx eben in drei Größen. Und da starte ich mit dem größten von denen. Also so sehen die aus. Fand ich nochmal ganz, ganz cool wegen diesem Pink-Rosé-Metallic-Optik. Ne? Und dann schnappe ich hier mein Küchentuch und mit dem großen verbinde ich jetzt schon mal die großen Baustellen sozusagen. Also einmal hier und nur an der Kante, bis ich das irgendwie nicht mehr sehe. Genauso wie am Kinn. Wahrscheinlich mache ich eigentlich alles wieder weg, fällt mir gerade auf. Ich trage es einfach auf und dann schrubbe ich alles wieder runter. An der Stirn. Hier ist ein professioneller am Werk hier. Jetzt schnappe ich mir den kleinsten Pinsel und mache jetzt hier die Nase erstmal grob. So, und jetzt nehme ich den mittleren und streiche nochmal so nach oben, also dass wirklich das Ganze, jede Kante irgendwie noch weggeht. Ich weiß nicht, ob man noch was sieht. Und ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, auch ob ihr jetzt da irgendwie was, eine gute, positive Veränderung seht. Aber es ist einfach irgendwie derzeit meine Routine geworden und die ist damit drin. Als nächster Schritt geht es an die Augenbrauen, bei mir wahrscheinlich das Allerwichtigste. Und zwar ist der von Eyebrow Stylist von Catrice Cosmetics in der Farbe 040. Und damit mache ich jetzt erstmal die Grobstruktur, sozusagen die haarige Basis, auf der wir arbeiten. So, also noch nicht komplett, sondern nur ein bisschen. Und bei den Augenbrauen habe ich ja auch schon verschiedene, glaube ich, Formen gehabt. Und am Anfang, wo ich zum Zupfen mal angefangen habe, glaube ich, habe ich mich öfter mal verzupft. Jetzt ist es so, also bei mir gibt es ja eigentlich nicht viel zum Zupfen. Und wegen der Form habe ich mich einmal auch daran orientiert, da gibt es ja den Stifttrick, dass man sagt, man setzt den Stift an der Nase an. Und was halt eben der Anfang ist, da wo das Auge beginnt, dann dieses Eck hier ist durch die Pupille, immer die Nasenspitze, ab der Nase durch die Pupille geht und dann das Ende ist ab Augenende und
Nase und da habe ich dann einfach immer das dann so mir vorgezeichnet und dann sozusagen die Haare, die in der Prärie außenrum wachsen, die habe ich weggezupft. Also ich zupfe meistens meine Augenbrauen im geschminkten Zustand und nicht ungeschminkt, sonst weiß ich nicht mehr, wo was sitzen soll. Und jetzt als nächstes brauche ich was ganz was Feines und dafür habe ich jetzt hier von NYX Micro den Brow Pencil in Farbe 05, also Ash Brown. So ungefähr. Manchmal habe ich auch ein paar Löcher drin. Die kann man auch dann ganz schnell wieder ausbessern. Deswegen Augenbrauenstift ist eigentlich und Puder, Regen glänzen, ist bei mir eigentlich immer mit dabei. Weil wenn man mir jetzt einfach hier, wenn ich jetzt hier drüber wische, habe ich halt einfach keine Augenbraue mehr. Und ich versuche einfach hier auch eine gewisse Linie gerade zu haben und hier auch wieder relativ gerade runterzuziehen. Und wenn ich vorne ein bisschen blockmäßig habe, tue ich aber trotzdem mit dem Finger ein bisschen weicher wischen, damit das nicht so kantig und blockig aussieht von den Augenbrauen her. So, dann als nächstes geht es an Highlighten schon bei mir und Lidschatten. Ich mache das alles in einem Wisch, weil ich dafür diese Palette hier habe. Und zwar ist die auch von BH Cosmetics, Bronze Paradise. Und dafür verwende ich auch den passenden Pinsel dazu von BH Cosmetics Nummer 7. Der sieht so aus. Der ist ein bisschen weicher, kann man gut verwischen. Und da nehme ich eben jetzt diesen warmen Goldton und trage ihn jetzt in meiner Lidfalte drin auf und bringe es noch ein bisschen nach außen. Weil ich persönlich so denke, es verleiht dem Auge Tiefe. Also, wir gehen hier hin in die Lidfalte. Und dann nehmen wir hier, nehme ich jetzt zum Highlighten, das heißt für meine Augeninnenwinkel. Nehme ich jetzt dieses Puder und für den ganzen Rest auch. Also ich benutze jetzt da nicht extra noch einen anderen Lidschatten oder so. Also ich hau mir jetzt hier das Highlight-Puder einmal hier rein. Einmal hier oben. Also ich habe ihn hier konturiert ungefähr. Dann mache ich einfach hier so eine Art Halbkreis so ein bisschen hin. Wo theoretisch ein Licht drauf fallen könnte. Und dann nochmal hier auf dem freigelassenen Nasenrücken. So ungefähr. Unter der Augenbraue habe ich aufgehört, weil ich manchmal echt merkwürdig bei mir aussah. Und dann gehe ich hier wieder mit den Händen ran und verteile das hier einfach. Und jetzt eben als nächstes für mein Alltags-Make-up gibt es dann den Eyeliner. Und da habe ich von Catrice den Ultra Slim Eyeliner Pen. Und den mag ich echt am liebsten, weil der eben vorne diese Spitze hat. Also da gibt es ja hier noch ein bisschen dickere oder härtere. Also der ist auch nochmal vorne ein bisschen weicher. Also ist kein gestarrter Eyeliner. So ungefähr. Also es wirkt irgendwie, als ob man mehr Wimpern hätte, größeres Auge und ich mag einfach den Lidstrich super gerne. Und dann eigentlich schon als finalen Schritt, ja, kommt jetzt hier die Mascara dran und da habe ich jetzt diese hier von Maybelline, die Colossal Volume Express. Also ich packe euch auch nochmal alle Produkte von mir unten in die Infobox rein, falls ich jetzt irgendwie mich verplappere oder irgendwie was vergessen habe. Aber das ist so, Mascara ist so das einzige Problem, was ich habe, wo ich noch nicht die Ideale für den Sport gefunden habe, die mir nicht einen Panda verpasst. Und bei der ist es halt jetzt noch am wenigsten. Deswegen, wenn ihr für mich da einen Tipp haben solltet für die beste Mascara, die den Sport durchhält, dann packt ihr mir auch unten in die Kommentare rein. Das würde mich mega freuen. Aber so ist es eben der finale Schritt. Ich gebe jetzt noch Mascara drauf und das war's. Ja, und das war's. So sieht mein Make-up jetzt aus. Wenn ich gut drauf bin, schaffe ich das Ganze in 15 Minuten und ich bin weg. Ihr seht, es ist nichts Weltbewegendes, nichts Spektakuläres. Ich denke, das kann jeder nachmachen und ist auch nicht das perfekteste Make-up, ich weiß schon. Aber ich bin total happy damit, denn ich denke, das ist alltagstauglich, ist auch für den Sport geeignet und es lässt mich nicht im Stich, deswegen mal schauen, was zu meiner Routine in Zukunft noch dazu kommen wird. Also man lernt ja nie aus. Wenn es euch trotzdem gefallen hat, dann könnt ihr jetzt den Daumen nach oben geben und auch gerne meinen Channel abonnieren, damit wir uns auch zum nächsten Video wiedersehen. Und bis dahin, schminkt euch gut und bis bald. Ciao!